man kann sich deshalb auch nicht stoppen. Also wenn es einmal angefangen hat, dann muss man bis zum Ende sozusagen durchhalten, weil in dem Moment geht gar nichts. So. Wann hört die Freundschaft zum eigenen Körper auf? Wenn ich ihm zu viel oder zu wenig zumute? Wenn ich zu viel oder zu wenig esse? Wenn ich ihn total pushe oder völlig vernachlässige? Darüber werde ich in den nächsten Tagen mit vielen Menschen sprechen. Und ich werde auch Menschen kennenlernen, die mit einer Krankheit kämpfen. Meine Reportage beginne ich in München, bei Fanny. Sie leidet an einer Binge-Eating-Störung, Essattacken. Eine Krankheit, von der ich so vorher noch nie gehört hatte. Fanny lebt in einer therapeutischen WG. Über ihren YouTube-Kanal bin ich auf sie aufmerksam geworden. Sie geht ganz offen mit ihrer Essstörung um. Was genau ist Binge-Eating? Wie muss ich mir das vorstellen? Also im Grunde ist es eigentlich im Alltag so gar nicht so krass vertreten. Also man isst eigentlich ganz normal, keine besonderen Auffälligkeiten, auch nicht besonders viel oder so, sondern es fängt dann immer damit an, mit so, ich meine, jeder kennt das sogenannte Frustesser, die dann, wenn es einem halt nicht so gut geht, mehr essen. Und das entwickelt sich dann halt irgendwann zu so einer richtigen Krankheit und Sucht auch. Irgendwann wird es dann so stark, dass man wie in so einer Trance ist. Also man kann dann auch gar nicht mehr aufhören und man kriegt es auch eigentlich gar nicht so genau mit. Durch das Binge-Eating hatte sich Fannys Gewicht verdoppelt. Am Ende wuchs sie 120 Kilo. Hier in der WG hat sie die Krankheit dann nach und nach in den Griff bekommen. Ihre letzte Essattacke liegt über einen Monat zurück. Hattest du mal irgendwann einen Moment, wo du sagtest, boah, so schlimm war es bei mir noch nie, das war jetzt so meine heftigste Essattacke? Es ist unterschiedlich. Also es gibt so verschiedene Sachen. Entweder man geht zum Supermarkt und kauft sich vorher was. Und das sind dann locker mal 7 Tüten Chips, die man sich da kauft und noch 3 Tafeln Schokolade dazu. Also das kommt schon hin. Und das isst du dann alles auf einmal. Einer halben Stunde, Dreiviertelstunde so. Oder wenn man kein Geld hat oder sonst irgendwas, dann isst man halt den gesamten Kühlschrank leer. Wie hat denn überhaupt die Krankheit bei dir angefangen? Gab es da einen konkreten Auslöser bei dir oder bist du da so nach und nach reingerutscht? Wie war das? Also es ist, glaube ich, bei Essstörungen meistens so eine Sache, dass man so reinrutscht, aber ich glaube, dass so der Auslöser bei mir war die Trennung meiner Eltern. Es gibt viele Scheidungskinder oder so, das ist mir schon klar, aber bei mir ist einfach, mir war die Familie immer extrem wichtig und ich habe meine Familie extrem geliebt, so wie sie war. Und wenn es dann plötzlich so auf einen Schlag auseinanderbricht, weil es war auch nicht so eine Trennung, die man sehen konnte, so dass es jetzt kommt, sondern ich habe meinen Vater beim Fremdgehen erwischt und dann war halt so absoluter Bruch da und das war irgendwie so, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen, weil ich auch niemanden zum Reden hatte. Ich bin ein Einzelkind, ich hatte keine Geschwister, mit denen man sich austauschen konnte. Meine Mutter wollte ich natürlich auch nicht belasten, die war selber schon genug davon getroffen und ich war schon immer eher so ein Einzelgänger. Ich hatte jetzt auch nicht so besonders viele Freunde, wo man dann mit drüber reden konnte und dann stand ich einfach alleine da und dann ist das halt so gekommen. Die Trennung war also auch eine Art Flucht. Was für eine Rolle spielt so der Wille bei so einer Krankheit, den du hast? Sehr, also der Wille ist das, was alles ausmacht eigentlich. Wenn man den Willen nicht hat, dann wird man nicht gesund. Man kann zwar hier in die Therapie gehen und man kann auch sich irgendwie Hilfe holen oder in die Klinik gehen, aber wenn der Wille nicht da ist, wenn man es selber nicht möchte, dann rutscht man immer wieder zurück. Fanny zeigt mir noch den Raum, in dem sich alle WG-Bewohnerinnen treffen, sich austauschen und auch zusammen kochen. Okay, und da Als ich sie darauf anspreche, was sich in der therapeutischen Wohngemeinschaft für sie verändert hat, erzählt sie etwas, das bei mir total hängen bleibt. Vorher fand ich nichts an mir schön, so habe eigentlich auch nie in den Spiegel geschaut, weil ich wusste, dass ich das, was ich sehe, nicht sehen will. Mittlerweile, klar, ich fühle mich immer noch nicht hundertprozentig wohl in meinem Körper und es gibt auch noch viele Stellen, wo ich sage, mag ich überhaupt nicht an mir, aber es gibt eben auch Sachen, die ich schön an mir finde. Da ist er. Der Moment, in dem mir erst richtig klar wird, worum es hier in der Wohngemeinschaft eigentlich geht. Trotzdem frage ich mich nach dem Gespräch, Vielen Dank für wann alles. bin Gerne. ich wirklich krank? Alles Gute. Wann wird Essen zu einem Problem, zu einer Störung? Eine Etage tiefer treffe ich in der Beratungsstelle Caroline Martinovic. Ich glaube, im Kleinen kennen wir das alle. Beziehungsweise die einen kennen das eben, dass sie in Stress und Frust mehr essen. Und wenn ich andere frage, erzählen die mir, nee, in Stress irgendwie vor Prüfungen, Kehle ist wie zugeschnürt, ich krieg überhaupt nichts mehr runter. Also mit Essen oder Nicht-Essen auf Gefühle zu reagieren, ist völlig menschlich. Wenn ich wirklich merke, das beherrscht mich und ich reagiere eigentlich mit jeder Gefühlsregung
mit Essen darauf, dann sind wir wirklich in so einem Bereich, wo wir von einer Essstörung sprechen müssen. Das bringt mich zum Nachdenken. Ich frage mich, ob auch andere körperliche Extreme gefährlich werden können. Was ist denn zum Beispiel so mit Bodybuildern, die auch immer mehr Muskeln aufbauen wollen beispielsweise? Kann sowas auch krankhaft werden? Kann es. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder Bodybuilder oder jeder, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht, hat eine Essstörung oder da irgendein Problem, um Gottes Willen. Aber es kann wirklich auch einen Suchtcharakter bekommen. Also es gibt tatsächlich die sogenannte Muskelsucht oder auch Bigorexie genannt, Adoniskomplex, da gibt es mehrere Beschreibungen dafür, wo die Betroffenen wirklich auch krankhaft, exzessiv trainieren, um eben einem Ideal bei den Jungs und Männern eben diesen Muskulösen nachzueifern. Ganz entscheidend, nie mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Egal wie muskulös ich schon bin, ich muss immer noch weitermachen, immer noch mehr Muskeln aufbauen, möchte dem Ideal nahe kommen, schaffe es aber nie. Ich habe mich mit Simon verabredet. Simon treibt seit einigen Jahren sehr intensiv Sport, Kraftsport. Simon ist selbst aber auch Personal Trainer. Und unter anderem hat Simon auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er über Fitness- und Ernährungstipps spricht. Und deswegen möchte ich gleich mal mit Simon sprechen, wie er das Ganze einschätzt, ob Sport ab einem gewissen Punkt vielleicht zu Sucht oder sogar krankhaft werden kann. Ich bin jetzt nicht gut in Form. Gut in Form ist man dann, wenn man wirklich den Körperfettgehalt drastisch reduziert, damit die Muskeln rauskommen, also definieren. Und dafür muss man sehr, sehr, sehr strikt Diät halten. Ich fühle mich immer am wohlsten bei so einem Körperfettgehalt von 8-8,5%. Ich bin jetzt so circa bei 10,5 ungefähr. Was immer noch extrem wenig ist. Ist immer noch, genau, das ist immer noch extrem wenig und das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass das kein Level ist, wo sich der Körper, ich glaube, gesundheitlich oder auch ja, wohlfühlt. Das ist ein Wert, den der Körper nicht gerne hält. Aber hat das schon was von Bigorexie? Simon hat Psychologie studiert und seine Diplomarbeit über die Muskelsucht geschrieben. Bigorexie bedeutet auch, das Training vor alles andere zu stellen. Vor Freunde, Familie, den Job. Ich zeige ihm einen Facebook-Post. Hier beschreibt ein anderer Blogger Bigorexie nicht als Krankheit, sondern als Zeichen seines, wie er sagt, unermüdlichen Willens. Jeder, wenn er einen Trainingstag verpasst, ist ein bisschen sauer. Das ist nach 17 Jahren immer noch so, dass ich sage, ich wollte trainieren und schaff's einfach nicht. Man ist nicht gut drauf. Das ist einfach so. Es ist, ja, es hat Formen einer Sucht. Simon sagt aber auch ganz klar, er weiß das einzuordnen. Es ist mir einfach klar. Und es ist mir klar, dass es in meiner eigenen Hand liegt, das zu verändern und dass man auch drüber steht. Also ich glaube, man muss lockerer damit umgehen. Dann wird es in Ordnung. Also ich glaube, dann wird es ein Punkt, ja, mit dem man einfach auch arbeiten kann, mit dem man leben kann. Hast du denn das Gefühl, dass die Leute immer jünger werden, die jetzt in diese Fitnessschiene rein wollen? Ja, ganz extrem. Also ich merke es auch immer in den E-Mails oder in den Anfragen von Jugendlichen. Die beschäftigen sich natürlich sehr stark damit. Also 13-, 14-, 15-Jährige bereits, die wollen muskulös werden. Und da wird es ein bisschen kritisch, meiner Meinung nach. Jugendliche haben vielleicht noch nicht so diesen Belohnungsaufschub, also dieses, dass ich erstmal ein bisschen dafür arbeiten muss, um etwas zu erreichen. Die wollen schnell, schnell, schnell. Und das kann sehr gefährlich werden. Man kann seinen Körper bis zu einer gewissen Grenze pushen. Aber irgendwann ist Schluss. Dann geht es längst nicht mehr um das Aussehen, sondern nur noch ums Überleben. Heute treffe ich Laura. Laura ist 21, macht eine Ausbildung, lebt in Hannover. Und sie war magersüchtig. Mit einer Wette fing alles an. Danach hungerte sich Laura so lange runter, bis sie in die Klinik musste. Damals war sie 17. Und genau darüber hat sie ein Buch geschrieben. Laura durfte in der Klinik 6 Tage lang nicht duschen. Zu viele Kalorien hätte das verbrannt. Darüber schreiben, das ist eine Sache, aber wie offen wird sie mit mir über die Magersucht sprechen? Ich habe ziemlich Respekt vor dem Treffen. Grüß dich, ich bin Tim. Hi. Das ist also Laura. Mir fällt direkt auf, dass sie die ganze Zeit lächelt. Sie sieht gesund aus. Glücklich irgendwie. Jetzt mit 21. Ja, super. Vor 4 Jahren war das aber noch ganz anders. An dem Tag, als sie in die Klinik kam. Ich wusste gar nicht mehr, wann ich Hunger habe, wann ich was essen muss, weil der Körper gewöhnt sich ja irgendwann daran, keine Nahrung mehr zu bekommen. Und
ja, allgemein zeigt der Körper ja durch viele Symptome, dass man krank ist. Die Haare werden dünner, die Nägel werden brüchig. Ja, man kann irgendwie nicht mehr schlafen, alles tut weh. Du sagst stark untergewichtig. Wie kannst du, weißt du noch ungefähr, wie viel du da gewogen hast damals? Ja, ich hatte dann irgendwann 47 Kilo bei 1,71 Größe. Oh, okay. Das ist so ein BMI von 16, also den sollte man nicht anstreben. Das hast du da schon gesagt, BMI 16. Wie sehr war das für dich immer wichtig, auf Zahlen zu gucken? Das war sehr wichtig, das hat meinen ganzen Alltag bestimmt. Es fing morgens an, wie viel wiege ich heute, dann habe ich das aufgeschrieben in ein Gewichtsdiagramm. Ja, dann habe ich mein Essen abgewogen, habe Kalorien gezählt, habe mein BMI jeden Tag ausgerechnet. In unserem Gespräch hoffe ich permanent, den richtigen Ton zu treffen. Was darf ich fragen? Wo muss ich vorsichtig sein? Im Buch beschreibt Laura eine Szene aus der Klinik, in der ein Mädchen sie auf ihre Figur anspricht. Ihr sagt, dass sie gar nicht aussehe wie eine Magersüchtige. In dem Moment bricht für Laura eine Welt zusammen. Wie ist das denn jetzt so für dich, wenn du dich hier so selbst betrachtest? Wie nimmst du dich da selbst wahr? Also ich nehme mich jetzt ganz normal wahr, würde ich sagen, so wie ich auch bin. Ich habe eine normale, schlanke Figur. Ich gefalle mir so. Und ja, früher war das halt nicht so. Da habe ich mich irgendwie, als ich abgenommen habe, noch so gesehen wie mit 20 Kilo mehr. Also ich war immer noch die alte Laura. Und ja, da ist die Wahrnehmung so ein bisschen verschwommen. Laura war irgendwann so dünn, dass sie nur noch Kindergrößen tragen konnte. Ein einziges Teil hat sie aus dieser Zeit noch im Schrank. Alles andere hat sie weggeschmissen. Ich glaube, das ist auch ziemlich klein. Was ist denn das? Ah ja, das war Größe 32. Also das ist halt dehnbar, ne? Aber das war früher ziemlich locker. Jetzt ist das so ein ganz enges Top, was man vielleicht mal zum Sport oder so nochmal anziehen kann. Aber eigentlich ist es zu klein. Ja, also... Eine andere Situation, die mir aus dem Buch noch extrem hängen geblieben ist, war, dass du einmal beschrieben hast, wie du, ich glaube, nachts war das, von einem lauten Ton wach geworden bist. Weißt du selbst die Stelle, wovon war dieser Ton? Ja, das war im Krankenhaus in meiner ersten Woche. Da war ich nämlich an so einem Herzfrequenzgerät angeschlossen. Das hat meinen Puls gemessen. Und bei Magersüchtigen ist es halt typisch, dass der immer ziemlich weit nach unten sinkt. Und irgendwann wird es dann auch gefährlich. Und ja, der ist bei mir, glaube ich, unter 40 gefallen. Und dann fing das Ding mitten in der Nacht an zu piepen. Und dann kamen gleich zwei Krankenschwestern rein und haben geguckt, ob alles okay ist. Und da habe ich auch mal wieder gemerkt, boah, mein Körper ist ja doch schon ganz schön am Ende. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, dass das also schon so schlimm ist. So. Klinik, Familie, aber auch Freunde haben Laura geholfen, aus der Magersucht wieder rauszukommen. Heute ist ihr Kühlschrank wieder gefüllt. Sie kocht regelmäßig und sie freut sich aufs Essen. Am Ende war es aber vor allem ihr eigener Wille. Gab es bei dir denn konkret irgendeinen bestimmten Punkt, wo du für dich gesagt hast, jetzt muss ich was ändern? Ja, das war nach der Klinik. Da wurde ich halt wieder leicht rückfällig, habe wieder so 4-5 Kilo verloren zu Hause und war schon wieder mittendrin eigentlich in der Krankheit. Und dann gab es da den einen Tag, da bin ich durch die Stadt gegangen und mir kam ein Mädchen entgegen. Die war richtig abgemagert, hatte ganz, ganz dünne Beine und einen leeren Blick und irgendwie sah die so unglaublich traurig aus. Und da wurde mir bewusst, dass ich ja genauso bin. Ich bin genauso dünn und genauso traurig und eigentlich wollte ich nie so sein. Und da habe ich mir gesagt, so, jetzt fahre ich nach Hause und ändere mein Leben. Also jetzt will ich wieder gesund werden. Und da war das dann irgendwie völlig klar für mich. Besonders beeindruckend fand ich bei Laura, wie fröhlich sie mittlerweile ist und eben, dass sie wirklich gezeigt hat, dass man aus dieser ganzen Krankheit rauskommen kann, wenn man sich a, professionelle Hilfe sucht, aber auch ganz wichtig, sich die Krankheit selbst eingesteht und eben wirklich auch den eigenen Willen zeigt, da selbst rauszukommen.